Spoilerwarnung! Hey Leute, ich bin Ace, das ist Alice von Kingdom Casus und heute geht's um 6 Gravity Falls Geheimnisse, die nicht gelöst wurden. Ja. Beziehungsweise die wir nicht lösen konnten. Und was wir davon denken und wie das alles sein kann. Genau, und wenn ihr diese Geheimnisse auch kennt und vielleicht die Lösung habt oder auch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Genau, dann fordern wir es auch nicht wissen. Ja, los geht's! Das erste Geheimnis, um das wir uns kümmern, ist das Loch ohne Boden. In einer Folge sieht man, dass vor der Mystery Shack ein Loch ohne Boden existiert, in dem Mabel und Dipper und so all ihre Müll reinwerfen. Die erste Frage, die sich da immer stellt, ist, wie kann da ein Loch ohne Boden überhaupt existieren? So, das funktioniert nicht. Dann wird das Ganze aber noch mysteriöser, denn in derselben Folge fallen, ich glaube auch Mitsus und Kronk und Stan und so, die fallen alle in dieses Loch rein, Mabel, Dipper und die ganzen, und kommen dann oben wieder raus. Also sie fallen und kommen dann da wieder raus, wo sie reingefallen sind. So, und da stellt man sich doch die Frage, warum kommt der Müll, den sie reinwerfen, nicht oben wieder raus, sondern nur die Menschen? Was passiert mit dem Müll? Wieso existiert dieses Loch? Wer hat dieses Loch dahin gebaut? Und wer hat festgestellt, dass es keinen Boden hat? Ich meine, einer muss ja da irgendwann mal reingefallen sein oder so. Ansonsten wissen die ja nicht, dass es ein bodenloses Loch ist. So, woher haben die diese Information? Was ist mit diesem Loch? Niemand erklärt es uns und ich muss wissen, was dieses Loch ist. Schreibt es in die Kommentare. Gut, du bist. Ein weiteres Geheimnis ist, oder halt eine weitere Theorie ist, was hat Ford gesehen, als er in das Portal rein ist? Und warum ist Ford nicht so verrückt geworden oder verstört gewesen? Ich meine, Finn Ford war nur 5 Sekunden darin, er kam raus und hatte gemeint, fürchte dich vor dem einäugigen Dämon oder irgendwie sowas in der Art. Und Ford war 30 Jahre lang in diesem Portal drin. Und nix, er kommt einfach raus, schlägt Stan eine rein, um ein Spring, bist du verrückt, das Portal anzumachen. Was ist da los? Habt ihr irgendeine Idee? Denn ich verstehe es nicht. Geheimnis Nummer 3. Lebam. Okay, es gibt ja so einige Fan-Theorien von Gravity Falls, ne? Und eine davon besagt, dass Mabel eine böse Zwillingsschwester hat, die Lebam heißt. Sie heißt Lebam, weil Lebam Mabel rückwärts ist. Es ist also praktisch das Gegenteil von Mabel, so die Spiegelversion ist da rückwärts. Indizien dafür sollen halt einmal sein, in dieser Folge, wo Mabel Mermando küsst und Mermando dann weggeht, sieht man ja am Ende, wie sie Flaschenpost von dem bekommt. Und da steht auf diesem einen Flaschenpost halt Mabel, Mabel, Mabel. Nur auf einer Flaschenpost steht halt drauf Lebam. Und es macht jetzt, also einige Leute sagen, ja, mein Mann, du kannst halt nicht schreiben. Aber wieso schafft er es so 50.000 Mal, ihren Namen richtig zu schreiben und dann einmal so, Lebam, wer kommt darauf? Das ist, irgendwas ist da komisch. Woher kennt mein Mann nur Lebam, wenn er es doch in Lebam schreibt? Woher kennt mein Mann nur Lebam? Ich meine, die müssen sich da getroffen haben. Ich meine, Lebam kann nicht gleichzeitig in das Schwimmer kommen wie Mabel. Ja, ein weiteres Indiz ist in der Folge Boys Crazy, so heißt sie zumindest im Englischen. Geht es ja um diese komische Boyband, ne? Und da gibt es eine Szene, in der Mabel ja sehr einnehmend wird über diese Band und die beiden Freundinnen von ihr, Grindel und Candy, ihre beiden Freunde finden das natürlich nicht so gut und wollen sie davon abhalten. Und dann gibt es eine Szene, wenn die unten sind und mit ihr reden, bla bla bla, und dann laufen Grindel und Candy die Treppe hoch und dann steht Mabel aber schon vor der Tür. So, das ist jetzt eigentlich so dieses typische, oh, Zeichentrick, sie war halt schneller, bla bla bla. Aber Gravity Falls ist eigentlich eine Serie, die alles ziemlich genau nimmt und relativ realistisch halt ist, zumindest was diese Zeichentrick-Elemente angeht. Alles hat irgendwie einen Grund dafür, dass es passiert. Und dass sie dann gerade da an dieser Stelle so einen komischen Übergang machen, was halt, wo Mabel oben auf der Treppe ist, obwohl sie es eigentlich nicht sein könnte, ist jetzt schon ein bisschen komisch. Und weiter zu meinem Portal-Mysterium-Theorie. Wie kam Bill in diese Welt? Alle sagen von wegen, ja, er kam über Fiddleford, also Alice McGuckett, wo er jung war, in diese Welt. Aber das kann nicht sein, denn wir wissen, wenn Bill jemanden in Besitz nimmt, oder dass die halt gelbe Augen kriegen und längliche Pupillen. Aber als Fiddleford rauskam, hatte er nur geweitete Pupillen. Sie wollten ja das Portal testen mit einem Dummy, den sie ja an einem Seil in das Portal schicken und dann wieder rausziehen. Und dabei fällt der Fiddleford mit rein. Und in einer Szene, wo Ford halt aufgelöst zu Fiddleford geht, sieht man den Dummy da liegen. Dann reden die zusammen und dann stehen sie auf und dann fährt die Kamera halt weiter von ihr weg und man sieht, der Dummy ist weg. Und ich finde, ich denke, das habe ich nämlich im Internet mal gelesen, ich finde, die haben recht, dass der Dummy halt
das Bild, den Dummy benutzt hat, um in diese Welt zu gelangen. Weil es, ich weiß es nicht, wie ich es erklären soll, aber ich finde, die haben recht. Es ist einfach so. Die haben recht. Wer ist die? Die. Die Leute. Die, Internet die im Internet. Die im Internet haben immer recht. Halt, als der Dummy in der Dimension war, Bill rein, dann ist Dummy und Bill zurück und dann ist Bill mit dem Dummy halt in der realen Welt. Ja, so ist das. Das nächste Geheimnis, das wir ergründen werden, ist Robbie und seine CD. Es gab da mal eine Folge vor langer, langer Zeit in Gravity Falls, in der Robbie Wendy eine CD geschenkt hat, um ihr Herz zu gewinnen. Und nachdem Wendy sich diese CD angehört hat, war sie dann halt in Robbie verknallt, dann sind sie zusammengekommen und so warm und dann ist ihr aufgefallen, oh, auf dieser CD war eine Rückwärts-Message. Backwards-Message. Also was ganz oft auch ein Common Theme in Gravity Falls ist, dass die Nachrichten haben und wenn man es rückwärts abspielt, gibt es halt sehen. Genau, und auf dieser CD jedenfalls befand sich eine derartige Message, die halt Wendys Gedanken so beeinflusst hat, dass sie sich dann in Robbie halt verknallt hat. Was uns aber nie erklärt wird, ist, wo hat Robbie diese CD eigentlich her? Also irgendwas muss er mit den Mysterien von Gravity Falls zu tun haben, dass er halt an diese CD kommt. Jetzt meinte Ace vorhin, die Stimme, wenn man sich das anhört, hört sich aber auch so an wie Robbie. Also kann es sein, dass er die CD einfach selber gemacht hat. Dann müsste er aber über ein großes Wissen verfügen, um das halt zu machen. Und vor allen Dingen über dieses übernatürliche Wissen. Robbie hat irgendwas mit diesem übernatürlichen Dasein zu tun. Und niemand erklärt es uns. Und er meint dann auch von wegen, oh, ich wusste nicht, dass diese Message da drauf war. Aber es kann auch gelogen sein, ganz im Ernst. Vor allen Dingen, wenn es seine Stimme ist und er es wirklich selber gemacht hat. Die Frage ist halt, wo hat er diese CD her, wie kommt er an diese CD und ja, was soll das, Robbie? Du schuldest mir Antworten. Yo, jetzt noch ein, ja, Mysterium. Sus, wenn wir schon mal über Robbie reden, unseren allgeliebten orange-langnasigen Jungen, keine Ahnung. Seine Nase ist orange. Seine Nase ist orange. Okay. Die ist wie ein Kürbis. Okay. Reden wir doch mal über Sus. Sus ist der kleine, schusselige Hausmeister der Mystery Shack. Und mit Sus stimmt so einiges nicht. Das erste Indiz ist, als Bill das erste Mal vorkommt, als sie im Gehirn sind, sagt Sus von wegen, ihr seid ganz schön schlau, vor allem der Dicke da. Und Sus sagt einfach nichts dazu und sagt, rückt sich runter zu Bill und sagt von wegen, ich glaube, er meint dich. Genauso wie wenn sie im Gehirn sind. Sie suchen nach diesem Passwort oder Code für diesen Tresor und er öffnet eine Tür. Und sieht, dass Stan da sieht und sagt, steht und sagt, ja hier, wenn jemand das wüsste, ist mein größtes Geheimnis, das darf niemand erfahren. Und er sagt einfach nur langweilig oder kenne ich schon und schließt die Tür und geht einfach weiter, als ob es nichts gewesen wäre. Ich meine, Stan ist ein Idol, er kennt eigentlich alles über ihn. Und wenn er sagt, das ist mein größtes Geheimnis, warum guckt sich Sus das nicht an? In einer verschlüsselten Botschaft, im Tagebuch oder unten am Ende der Folge steht von wegen, The Handyman knows more than he says, oder so etwas in der Art. Und wir wussten alle nicht, wer der Handyman ist, bis eine Vorschau von Gravity Falls kam auf Disney XD im Englischen, wo Sus vorgestellt wird als The Handyman. Und eine Theorie, finde ich, die habe ich nämlich auch erst vor kurzem erfahren, dass vielleicht die Gesellschaft des blinden Auges Sus Gedanken, seine Erinnerungen gelöscht hat. Aber Sus ist schon um die 23 Jahre alt und er lebt schon seit seiner Geburt an den Gravity Falls. Und wenn er immer wieder seine Gedanken gelöscht bekommen hätte, müsste er doch eigentlich auch langsam verrückt geworden sein wie Fiddleford. Aber er ist eigentlich nur schusselig, dumm, schlau. So, das waren alle komischen Mysterien im Gravity Falls. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann nächste Woche, ne?